Anlässlich des G20-Gipfels am 4. und 5. September 2016 im chinesischen Hangzhou haben die Staatschefs der USA, Barack Obama, und der Volksrepublik China, Xi Jinping, das Abkommen der UN-Klimakonferenz von Paris von Ende 2015 ratifiziert. Das heißt, für ihre Staaten angenommen. Mit diesem Abkommen verpflichten sich die Länder dazu, Maßnahmen dafür zu treffen, um die Erderwärmung unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. Von Seiten der UNO und den Medien wurde die Ratifizierung des Abkommens durch die zwei Großmächte als ein wichtiger Schritt für die sogenannte grüne Zukunft bejubelt. Verfolgt man die Berichterstattung der Medien zum Klimawandel, entsteht der Eindruck, dass sich die Wissenschaft über dessen Ursachen völlig einig sei. Kritiker kommen entweder gar nicht zu Wort oder sie werden verächtlich als Verschwörungstheoretiker und Klimaleugner abgetan. Dass sich die Wissenschaft jedoch alles andere als einig ist, zeigt ein aktuelles Ereignis aus den vergangenen Wochen. Hochkarätige Wissenschaftler aus aller Welt haben sich zu der sogenannten Klexit-Bewegung zusammengetan. Der Name Klexit setzt sich aus den englischen Wörtern Climate und Exit zusammen und ist inspiriert von der Brexit-Entscheidung der britischen Bevölkerung, sich aus der zunehmend diktatorisch werdenden EU-Bürokratie zurückzuziehen. Die Mitglieder der Klexit-Bewegung widersprechen der offiziellen Berichterstattung über den Klimawandel und bestreiten den Zusammenhang zwischen dem CO2-Ausstoß und der Klimaerwärmung. Sowie die britische Bevölkerung der bevormundenden EU-Bürokratie den Rücken kehrte, ist es das Ziel der Klexit-Kampagne, dass sich die Länder der Welt von den bevormundenden Klimadiktaten der UNO und dem Weltklimarat IPCC abwenden. Viv Forbes, Gründungsmitglied der Klexit-Bewegung, schreibt dazu: Seit mindestens einem Jahrzehnt wird uns von der UNO und dem IPCC, von den meisten staatlichen Beamten und Medien, von vielen Politikern und den grünen Hilfsorganisationen und deren Medienfreunden erzählt, dass die Wissenschaft endgültig entschieden sei und dass jeder, der sich gegen den Weltkrieg, gegen Kohlendioxid wendet, unwissend oder boshaft sei und versteckten eigennützigen Interessen nachgehe. Man droht sogenannten Leugnern sogar aggressive Strafen an, wie Entlassungen oder Strafverfahren. Der Klexit-Bewegung gehören mehr als 160 hochkarätige Wissenschaftler aus über 20 Ländern und verschiedenen Fachrichtungen an. Hochqualifizierte Meteorologen, Physiker und Astrophysiker, die die Annahmen und Prognosen der Computermodelle zum vermeintlichen Treibhauseffekt des IPCC ablehnen. Weiter gehören der Kampagne Spezialisten an, die fundiert nachweisen, dass die warmen und kalten Strömungen in den tiefen und umfangreichen Ozeanen, der variable Wasserdunst in der Atmosphäre und die wechselnden Eis-, Schnee- und Wolkendecken weit mehr Einfluss auf Wetter und Klima als Kohlendioxid haben. Der Klexit-Bewegung sind auch Geologen und Geographen angeschlossen, die Jahrtausende der Klimageschichte über die Erforschung und Altersbestimmung von Ablagerungen, die Erforschung vergangener Erdzeitalter, Tiefseebohrungen, Eisbohrkerne, historische Aufzeichnungen, Gletscher, Eisschilde und Landschaften untersucht haben. Sie kommen zu dem Schluss, dass Klimawandel normal und das aktuelle Klima weder extrem noch ungewöhnlich sei. Die Mitglieder der Klexit-Kampagne warnen, dass die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens mehr Schaden als Nutzen anrichten. Unter dem Vorwand, die Welt zu retten, sollen vielmehr sämtliche Länder dazu gebracht werden, der UNO die Befugnis zu erteilen, der Weltbevölkerung neue Steuern und Gesetze aufzuerlegen. Die Wissenschaftler der Klexit-Kampagne warnen, dass das Pariser Klimaabkommen nur ein Schritt in der umstrittenen UN-Agenda 2030 sei. Es gehe dabei nicht in erster Linie um das Klima, sondern um Macht und Geld. Dabei verweisen sie auf eine Aussage der ehemaligen Generalsekretärin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, UNFCCC, Christiana Figueres.
Figueres erklärte Folgendes: Das Ziel der UNO ist eine zentrale Transformation, eine, die das Leben eines jeden auf dem Planeten ganz anders machen wird. Weiter sagte sie: Die globale Gesellschaft bewegt sich auf einen Punkt zu, an dem mehr und mehr starke globale Führung nötig ist. Der Klimawandel ist dabei nur die erste einer Reihe globalen Herausforderungen. Es ist wie ein Spielplatz, auf dem wir unsere globale Führung üben können. Diese Aussage lässt aufhorchen, liebe Zuschauer, denn offensichtlich zielt dieses Klimaabkommen nicht wirklich auf die Klimaverbesserung zugunsten aller Menschen, sondern auf die Abschaffung jeglicher nationaler Souveränität zugunsten einer globalen Eine-Welt-Diktatur in den Händen sehr weniger Drahtzieher ab. Wer das politische Geschehen längere Zeit beobachtet, dem wird Angst und Bange ob der Tatsache, wie erfolgreich politische Eliten das Volk manipulieren. Gebetsmühlenartig werden vor einer umstrittenen Abstimmung schöne, wohlklingende Versprechungen gemacht, befürchtete Entwicklungen als unmöglich qualifiziert, Bedenken aller Art als unbegründet abgetan, Emotionen erzeugt, davon insbesondere die Angst, das alles so lange, bis der Stimmbürger kaum noch weiß, wo ihm der Kopf steht. Und dann kommt der Volksentscheid. Entspricht dieser der bundesrätlichen Absicht, wird er vom Vertreter des Bundesrates als klug und weitsichtig gelobt. Wehe aber, wenn das Volk dieses Spielchen nicht mitmacht oder gar den Manipulationsschwindel durchschaut. Dann wurde es plötzlich zu wenig informiert, von den Gegnern der Vorlage getäuscht, emotional verblendet und so weiter und so fort. Bei gescheiterten Manipulationsversuchen gehen deren Macher schnell zur Tagesordnung über und versuchen zeitgleich und klammheimlich das gewünschte Resultat auf irgendeinem Weg doch noch hinzubiegen. Parallel dazu ergießt sich ein Strom von ablenkenden Nachrichten über das Land. Viele Belanglosigkeiten, ganz bunt gemischt, mit ernstesten Abhandlungen, dann noch etwas Sportnachrichten, Klatsch- und Katastrophenmeldungen aus aller Welt. Und unter dieser Flut geraten die gebrochenen Versprechen und misslungenen Manipulationsversuche rasch in Vergessenheit. Wie auch immer die Entwicklung läuft, soll das Volk nach dem Motto der alten Römer, panem et circenses, das heißt Brot und Spiele, bei guter Laune gehalten werden. Und wenn die nächste bedeutungsvolle Vorlage zur Abstimmung kommt, sind die früheren Versprechungen und Erklärungen längst vergessen. Und so werden dann wieder frischfröhlich Behauptungen aufgestellt, Erklärungen abgegeben, Tatsachen verdreht und man zählt dabei auf das berühmte kurze Gedächtnis des Volkes. Leider sehr oft mit Erfolg. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.